Hallo und willkommen zu einer neuen Folge von Titans Attack, ja, von Attack on Titan, Wings of Freedom. Wir haben in der letzten Folge leider versagt, wir haben die Mission geschafft, aber von der Geschichte her versagt. Wir haben den weiblichen Titan nicht gefangen nehmen können und jetzt sieht es so aus, als ob die Existenz des ganzen Aufklärungstrupps auf dem Spiel steht. Doch Armin hat eventuell die Identität des Titan aufgedeckt. Das werden wir in der nächsten Hauptmission erfahren. So, jetzt ist aber folgendes Problem. Nämlich, dass der Kampf gegen den weiblichen Titan extrem schwierig war. Wir haben es gerade so geschafft. Mehr durch Glück als durch Können. Und das kann ja wohl nicht gehen. Deswegen werden wir jetzt erstmal ein paar Folgen quinden. Werden hier die Mission erfüllen, das Gebiet aufklären. Neue Ausrüstung bekommen und dann mit besserer Ausrüstung und besseren Waffen gegen die Titanen kämpfen. Titanen sind im Innenbereich aufgetaucht, schlagt sie zurück und rettet die Bewohner. Ja! Also ich will euch jetzt nicht absichtlich auf die Folter spannen, wer der weibliche Titan ist. Die Sache ist halt wirklich, der Kampf war extrem hart. Und die Gegner werden ja von Mission zu Mission stärker. Und wir hatten jetzt schon normale Titanen, die zwei Angriffe von Levi überlebten, dem stärksten unserer Soldaten. Und also es geht nicht, wir müssen stärker werden. Wir brauchen bessere Ausrüstung. Wir brauchen einfach bessere Waffen. Wenn normale Titanen jetzt unsere Angriffe schon überleben, also das geht ja nicht. Es ist auch schade, dass unser gesamtes Team eliminiert wurde vom weiblichen Titan. Also Aurora, Petra, wir werden niemanden von ihnen wiedersehen, sie sind tot. Das heißt, wir werden jetzt noch härter kämpfen müssen. Gruppe von Aristokraten, ernsthaft? Komm schon! Ach, das sind die! Okay. Na, ich glaube, da kommt ihr hin, ohne dass was passiert. Außer wenn jetzt noch einer auftaucht. Oh Gott, da ist einer aufgetaucht. Ja, beweg dich, los, beweg dich. Beweg dich in die richtige Richtung. Meine Leute sterben in der Zeit, wo ich hier bleibe und ich beschütze, also los. Ein komisch animierter Rock. Komm schon. Wieso habe ich dich überhaupt gerettet? Verdammt, einer unserer Leute ist gefallen. Ja,
Verdammt! Oh, das passt gerade. Sind wir hier jetzt in der Hauptstadt? Ich glaube, wir sind in der Hauptstadt. Ach, guck mal da. Ja gut, das ist eine 1-Sterne-Mission. Was erwartet man? Ach, das mit den beiden ist doch so schön. Die beiden können sich gut leiden. Bin ich gerade durch die Gebäude geglitscht? Ich glaube ja. Oh, der ist mausdot. Weiter geht's. Also es ist was ganz anderes in der Stadt zu spielen, als in diesem verschissenen Wald. Hier ist die Bewegung viel einfacher zu koordinieren. Oh, wie der lächelt, das ist zu süß. Man kann sagen, was man will, die haben eine Wahnsinnskoordination, diese Titanen. Wie der sich gerade verbogen hat. Ich und leichtsinnig. Ich glaube, da wird gerade einer unserer Leute gefressen. Direkt vor uns. Ah nein, der ist nur im Kampf. Okay. Haben schon noch 4 Titanen. Ich werde 3 Missionen pro Folge machen, bis wir alles, bis wir die 100% haben. Dann dauert es mit dem Quanten auch nicht ganz so lange. Verdammt. Verdammt. Oh, verdammt. Verdammt! Das kostet mich Punkte. Aber nicht zu knapp. Oh.
ein Titan noch, dann kommt die Unterwerfung. Ah, okay. Verdammt, das war jetzt nicht Teil des Plans. Moment. Erstmal der da. Das ist ein Abnormer. Ich hätte vielleicht erstmal die Teile. Oh, okay. Das war vorher schon. Ich würde sagen, das war ein Wasserschaden. Ich hätte vielleicht erstmal die Spezialteile an mich nehmen sollen, bevor ich den Titan töte. Naja. Eine S-Mission. Regimentsfähigkeit ist gestiegen und wir haben wieder ein paar neue Teile. Und ich habe jetzt gar nicht geguckt, was für Belohnungen es gibt, wenn wir die 100% erreichen. Hm. Wie gesagt, ich werde 3 Missionen pro Folge jetzt machen, bis wir... Och nein, ernsthaft. Bis wir die 100% erreicht haben. Und das nervt mich jetzt schon. Jetzt habe ich gar nicht geguckt, was das für eine Mission ist. Verdammt. Ach, das ist jetzt doof. Naja, ich schätze, es werden jetzt etwa 4 Folgen. 4 Folgen gequinde. Aber das sind auch wieder 4 Folgen, wo wir die Technik des Spiels besser kennenlernen. Wer weiß, vielleicht kämpfen wir in einer dieser Missionen ja auch nochmal gegen einen der besonderen Titanen. Ach du Kacke. Berthold! Ich frage mich, ob wir die Gesichter der Titanen irgendwelche bestimmten Leute herhalten mussten. Also Entwickler oder sowas, das wäre irgendwie geil. Das wäre saulustig. Berthold müsste eigentlich auch ein A-Soldat sein. Bam! Geil, auf diese Entfernung. Ja, Berthold ist A. Was? Mike hat ein Notsignal. Das ist so, als ob Levi ein Notsignal machen würde. Das kann ich mir irgendwie nicht vorstellen. Er hat bestimmt nur Langeweile. Okay, kämpfen wir uns jetzt erstmal hier entlang. Töten alle Titanen in der Nähe des Flusses. Und dann kämpfen wir uns in den Innenstadtbereich vor. Ja, es klingt nach einem guten Plan.
stehen bleiben, mein Freund. Da kriegt man ja gerade Lust auf Geschnetzeltes. Ich glaube, ich fange mal an, so kochen. Das wäre eigentlich so ein geiles Serien. Wie sagt man, wenn Serien. Verschiedene Serien sich überschneiden: Food Wars und Attack on Titan. Das wäre irgendwie cool. Das wäre verdammt cool. Okay. Crossover, so sagt man. Gerade sagen, versehentlich ein paar Häuser zerstören kann man ja mal machen. Sollte aber nicht auf Dauer sein. So, noch einer? Okay, so treffe ich den nicht. Oh, Mike ist jetzt auf meiner Seite. Sehr schön. Komm, gib mir dein Knie. Wobei mir dein Nacken natürlich noch ein bisschen lieber wäre. Okay. Du hast eine bessere Bewertung als ich, du kämpfst besser als ich. Willst du dann schlechter werden? Das macht doch keinen Sinn. Komm schon! Also, das Anvisieren und gezielte Zerstückeln, das macht jede Menge Spaß. Ich kann es euch echt nur empfehlen. Wenn ihr mal ein 3D-Manövergerät haben solltet, solche Klingen und eine volle Fußgängerzone, ihr wisst, was zu tun ist. Woo! Au! Baum! Dass mich ausgerechnet ein Baum aufhält, das deprimiert mich jetzt ein bisschen. Du kommst nicht aus einer Stadt, du kommst aus einem Dorf. Also halt die Klappe. Na, die haben mir meinen Kill geklaut. Okay, finale Unterwerfung. Ach, schon wieder so einer. So, Leute, das war's dann auch schon. Zweite Mission gesiegt. Ehren, die sind alle tot, die können es nicht mehr kapieren. Das war beeindruckend. Vor allem, wenn man überlegt, wie lang die Klinge ist. Ja!
Neue Materialien. Stammrolle. Ich weiß nicht mal, was Stammrolle sein soll. Ist das nicht das, was die da in Kanada machen, wenn die auf einem Baumstamm rollen? Vollständiger Sieg. In 10 Schlachten der Siegerung ohne Schaden zu... Oh, das ist gut. Das ist cool. Das ist cool. Dass ich jetzt wieder hier bin, ist weniger cool. Ja. So. Erkunden der Ebene. Titan auf unwegsamem Gelände gesichtet. Okay. Ich weiß nicht warum, aber die Ebene ist irgendwie bisher... Jedenfalls von den Leveln außerhalb der Mauer mein Lieblingslevel. Die Städte sind natürlich noch cooler, finde ich. Eine religiöse Organisation, die innerhalb der Mauern missionarisch tätig ist. Sie beten die Mauern als göttliche Wesen an und verschmähen jeglichen menschlichen Kontakt mit ihnen. Selbst wenn er zu Verteidigungszwecken dient. Nach dem Fall der Mauer Maria ist die Anzahl ihrer Anhänger drastisch gesunken und damit auch ihr Einfluss. Ach du Kacke. Sieht immer nach so vielen aus und dann reicht es einfach nicht mehr aus. Ah, Mann, wenn Eren angepisst ist. Ja, der Hilferuf hat noch ein paar Sekunden Zeit. Nein! Sag mir jetzt bitte nicht, dass der auch... Ah nein, da steht einfach nur... Dieser Moment, als zwei Titanen sich auf... zwei Titanen, als der erste Mensch und der erste Titan sich auf dem Feld trafen, um sie ihre Liebe zu gestehen. Und dann komme ich und ruiniere den Augenblick. Es hätte ein Moment des Friedens sein sollen. Ich habe ihn zerstört. Christa! Göttin! Schon geschehen. Jetzt müssen wir dem Kerl da schon wieder das Leben retten. Wozu ist der eigentlich gut? Okay, wir werden die Ebene systematisch befreien. Schon. Wieso hat keiner von euch ein besonderes Teil, hä? Da lohnt es ja fast nicht, euch zu töten. So, weiter geht's. Jetzt retten wir ihn. Aber vorher töten wir noch diesen Titan. Oha. Nein! Ich will den Arm.
Ja. Hallihallo, mein Freund. Yay. Das wird ihn anpissen, dass er jetzt wieder meine Hilfe gebraucht hat. Oh, schade. Ich habe jetzt gehofft, er und Eren dissen sich wieder. Komm schon. Conny beim Bezwingen der Titanen. Welche Titanen? Conny! Verdammt! Was kannst du eigentlich? Ich wurde getroffen, da beißt ein Titan zu. Der bricht Knochen durch mit seinem Biss. Ich wurde getroffen, das klingt wie so eine Fleischwunde. Ah, ich bin enttäuscht von mir selbst. Ich bin von mir selbst enttäuscht. Komm schon, Hotahü, komm her. Mein Güte, ich bin ja schneller. Ohne dich, als wenn ich dich dabei hätte. So, gleich haben wir auch diese Karte befreit. Komm schon, Titans. Put, put. Ihr habt keine Chance. Okay, ich wollte die ja systematisch niedermachen. Das heißt, ich muss wieder ein bisschen zurückfallen. Ich glaube, das war die letzte Sekunde. Komm schon, komm schon. Manchmal verstehe ich das System da nicht so ganz. Sau!
Ich habe das Teil am Abend zu spät gesehen. Verdammt, ich habe kein Gas mehr. Okay. Ich krieg das auch ohne Gas hin, es wird aber ein bisschen schwieriger. So, der letzte Titan, dann kommt der Abnorme. Los geht's, ich bin bereit für dich, Abnorme Titan. Oh, wieder so ein großer. Muss ich die Beine oder die Arme angreifen? Die Arme, war ja klar. So. Das war's. Sieg. Erin, ich bin stolz auf dich. Ah, schön. Neue Fähigkeit für Erin. Jede Menge neue Gegenstände. So, ich würde sagen, wir beenden die Folge jetzt an dieser Stelle. In der nächsten Folge geht es dann wieder weiter mit dem Grinden. Wie gesagt, es tut mir leid, aber es ist notwendig. Wir müssen stärker werden, damit wir die nächsten Missionen auch gewissenhaft erledigen können. Mit einer S-Bewertung und nicht einer B-Bewertung. Das nagt immer noch an mir. Okay, Leute, vielen Dank fürs Zuschauen. Wir sehen uns morgen wieder. Bis dann. Ciao.